Freundinnen und Freunde der Mathematik und solche, die ihr es noch werden wollt. Heute beschäftigen wir uns wieder mit der Stochastik und diesmal mit dem Erwartungswert und der Standardabweichung einer Binomialverteilung. Für den Erwartungswert einer binomialverteilten Zufallsvariable x mit den Parametern n und b gilt ganz einfach, der Erwartungswert von x ist μ und den berechnet man mit n mal p. Und für die Varianz und die Standardabweichung gilt v von x, also die Varianz ist Sigma Quadrat, ist n mal b mal q oder n mal b mal 1 minus b und Sigma ist dann die Wurzel aus diesem v von x. Wenn wir jetzt ein Beispiel machen, ein Würfel wird 50 mal geworfen, die Zufallsvariable x steht für die Anzahl der Sixer, ermittle den Erwartungswert und interpretiere den Wert im Kontext, berechne auch die Standardabweichung. Also, wir haben hier n ist 50. Wir wissen unser p, also die Wahrscheinlichkeit für einen Sechser, p von 6. P von 6 ist ein Sechstel, dann ist Q von 6 1 minus ein Sechstel, also 5 Sechstel. Und wir können jetzt den Erwartungswert ausrechnen, also n mal p, 50 mal ein Sechstel, wären 50 Sechstel oder 8,3 periodisch. Das heißt, es wird erwartet, dass man bei 50 Würfen im Durchschnitt 8,3 mal einen Sechser wirft. Das heißt dieser Erwartungswert. Es wird erwartet, dass man im Durchschnitt beim 50-maligen Werfen 8,3 mal einen Sechser wirft. Und für das Sigma müssen wir zuerst das Sigma Quadrat, die Varianz ausrechnen, und zwar n, also 50 mal p mal 1 Sechstel mal q, 5 Sechstel. Und wenn wir nur das Sigma wollen, dann können wir ja einfach die Wurzel daraus ziehen. Und wenn wir das alles eintippen, dann erhalten wir 2,64. Und das würde dann heißen, also wir erwarten uns bei 50 mal Werfen im Durchschnitt 8,3 mal einen Sechser zu werfen mit einer Abweichung von plus minus 2,64 Sechsern. Ja, ihr seht, also Erwartungswert und Standardabweichung einer Binomialverteilung ist wirklich keine Hexerei. Die Formeln sind einfach, die Berechnungen sind einfach. Deswegen hoffe ich, dass ich euch weiterhelfen konnte und eure Begeisterung für die Binomialverteilung weiter wecken konnte. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auch mit anderen mathematischen Videos zur Seite stehen könnte, eventuell dann auch zur Integralrechnung. Ciao und auf Wiedersehen, eure Mathematiktrainerin.